Straße werden und einen ruhigen Abschluss machen und einen ruhigen Tag verbringen. Also, Niklas, du hast gesagt, wir leben in Österreich. Das war richtig. Und welche Hauptstadt hat Österreich? Weißt du das auch von jemandem? Ja, darf ich bitte? Marie? Nein, ich bin nicht die Marie, ich bin die Lotta. Ja, Entschuldigung. Ich bin immer die was so schnell redet. Ja, Entschuldigung, Lotta. Ja, also ich glaube, wir wohnen in Graz, oder? Und Graz ist die Hauptstadt von aber nicht von Österreich. Das ist überhaupt nicht richtig. Das ist so ein Blödsinn. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. Aber richtig, wir wohnen im Graz. Das war richtig, ja. Weiß jemand noch ein anderes Bundesland außer Wien und Graz? Ja, darf ich bitte? Ja, Marie. Ja, ich bin jetzt die Marie. Ich war letztes Jahr mit meinen Eltern wie heißt denn das? Klagenfurt? Ja, Kärnten. Ein richtig, ja, das ist auch ein Punkt. Und wie viele Bundesländer hat eigentlich Österreich insgesamt? Ich. Ja, eine Klasse. 7. Nein. Ich sag eh schon nichts. Also, das war nicht richtig eine Kraft. Ja, ich heiße Niklas. Ja. Es sind 9. Es ist Tirol, Niederösterreich, Oberösterreich. Ja, danke, bin Niklas, du Beine, Nina. Ja, also, wer hat denn jetzt gern so nicht weitergeben? Niklas, wenn ich einen Muffin hätte, würde ich ihn dir geben, aber ich habe leider keinen. Es tut mir sehr leid. Sehr nett von dir. Aber Niklas, man kann ja auch etwas mal einmal erst falsch haben. Du musst nicht raus. Okay. Jedem passiert das. Weil mein Vater arbeitet beim Wetterdienst. Er hat mir das schon so oft gesagt. Und aber jetzt das weiß ich das nicht. Du bist ja erst in der ersten Klasse und bist gerade mal im zweiten Schultag. Das ist doch nichts. Okay. Also, nein, es sind 9. Es ist Oberösterreich, Niederösterreich, Klagenfurt, Tirol, Steiermark. Ja, jetzt weiß der Herr Lehrer nicht weiter. Entschuldigung, Klagenfurt ist hier die Hauptstadt. Okay. Dann geht noch, was war noch? Herr Lehrer. Ah, genau, wie heißt denn das? Herr Lehrer. Der Herr Lehrer weiß nicht. Ja, schaut mal, der Herr Lehrer weine. Die Steiermark, es ist Wien, es ist Niederösterreich, es ist Oberösterreich, es ist Kempten. Es ist Burgenland, es ist Salzburg, es ist Vorarlberg, es ist Tirol, habe ich schon gesagt. Nee. Die Tirol hat, glaube ich, noch gefehlt. Ja, genau. Und dann Tirol. Das sind die Bundesländer. Oh, Sie wissen es aber schon richtig gut, Herr Lehrer, gell? Sind Sie deswegen Lehrer, weil Sie das alles so gut wissen? Genau, richtig erraten. Wow. Aber weiß auch jetzt schon jemand eine Hauptstadt von einem Bundesland? Ich bin mir nicht sicher, aber ist Graz nicht eine Hauptstadt, da wo wir wohnen? Aber, bitte aber nicht von... aufrufen. Entschuldigung, das wollte ich wirklich nicht. Ja, Marie! Ich bin nicht die Marie, ich bin die Lotta. Die Marie hat immer das schöne Leibern mit ja, dem Affen an. Ja, Entschuldigung. Ja, also ist Graz ist die Hauptstadt von Kärnten? Nein, Graz ist auch eine Hauptstadt, das ist richtig, aber es ist die Hauptstadt von Steiermark. Wir leben in der Steiermark. Genau, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Weiß noch jemand eine Hauptstadt? Tom, warum sagst du eigentlich niemals? Ja, ich muss überlegen. Darf ich was sagen? Okay, aber das ist nur eine Aufnahme. Du hast nicht aufgezeigt, aber ist ja egal. Okay, ja, Tom, sag mal dann. Hauptstadt von Salzburg, richtig. Woher weißt denn du das? Ja, ich mag die Fußballmannschaft so gern. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Weiß denn noch jemand eine Hauptstadt? Ja. Ja, Kevin. Wien und Wien. Richtig. Woher weißt denn du das? Rotten. Aber das ist richtig, ja? Gut. Herr,
Marie, Lotta. Nein. Nee, Marie, nein. Ja, Lotta. Ich hab das Marie. Ja. Und deswegen bin ja. ich die Marie. Ja, aber ich würde ja. bitte gern mal aufs Klo gehen. Ja, natürlich. Du musst, ja, hier einfach. Ja, danke schön. Du musst nicht danke sagen. Wir können heute dann nicht mehr so viel machen, nur direkt wieder nach seiner Ansprache halten und dann ist gleich die Stunde aus. Oh, also jetzt wir schon. Warten jetzt nur noch bis zur Direktor. Wann haben wir denn das nächste Mal wieder Sachen bereit? Marie müssen wir auch warten, weil die ist gerade am Klo. Ja, aber die werden sich ja bald so weit. Und was, wann haben wir jetzt nicht mehr Sachunterricht? Ich glaube, auch noch am Mittwoch. Ah, also morgen. Ja, genau. Wir kriegen, dass sie das so toll gemacht haben, aber jetzt will ich noch meine Ansprache halten. Also genau, wenn ihr euch das jetzt merkt, dann braucht ihr die Eltern einfach nicht. Wenn nicht, dann sagt doch einfach. Also, ab morgen gibt es kleine, aber feine Hausaufgaben. Ui, oh je, nein. Oh. Dann will ich ab morgen, glaube ich, nicht mehr kommen. Aber das wird in jeder Schule so sein. Aber macht euch nicht die ersten Hausaufgaben so sein. In Mathe zum Beispiel eine Plusrechnung. Schreibt einfach eine Plusrechnung auf. Oder eigentlich nur minimale. Das seid ihr in 5 Minuten fertig. Weil ich glaube an euch. Ihr seid sicher gute, ihr seid gute Schüler. Und deswegen, ja. Wer braucht das Elternheft und wer nicht? Ich glaube, die Stunde sind schon. Ich glaube, wir brauchen. Niemand braucht das Elternheft. Wir sind alle schlau, oder? Ja, außer der Kevin. Kevin, kannst du dir das auch merken? Hey, seid nicht. Hey, was soll denn da? Ja, Schule aus. Aus. Ja. Bitte nehmt eure Schultaschen. Ja. Und einen schönen Nachmittag noch. Ja, danke, ja, wiedersehen. Tschüss. Ja, hallo Tom. Hallo Tom. Hallo Mama, hallo Barbara. Sag mal, wie war denn dein erster Schultag? Dein zweiter Schultag? Ja, er war voll lustig, ja. Heute hatten wir Sportunterricht. Und wir haben ein neues Fach gelernt. Ja, welches? Sachunterricht, das klingt ja interessant. Ja. Was habt ihr denn heute gemacht, der Sachunterricht? Ja, der Lehrer, der ist eigentlich ganz nett. Hat gefragt, ob er hat halt gefragt, wo in welchem Land wir wohnen, welche Hauptstädte und mit den Städten und den Bundesländern. Und hast du alles gewusst? Ja. Toll. Das glaube ich dir nicht, ha? Du müsstest ja gar nichts mehr lernen, wenn du schon alles wüsstest. Ja, aber zumindest das, was er gefragt hat. Super. So, der Papa und ich, wir haben eine Überraschung noch für dich. Was denn? Wir fahren jetzt auf die Alm. Ah, cool. Und du musst dir vorstellen, was der Mama heute schon passiert ist. Jetzt haben schon unsere Küche gebrannt und die Feuerwehr war zu Hause. Die Feuerwehr war da? Ja, cool. Ich habe mit der Sabine telefoniert und habe den Braten im Ofen vergessen. Cool, die Feuerwehr war da. Jetzt haben wir nichts zum Essen und jetzt haben wir kurzfristig beschlossen, dass wir auf die Alm fahren. Könnte vielleicht der Niklas mitfahren? Ja, können Stefan, was meinst du? Ja, du kannst so. Geh schon rüber, die stehen ja da direkt neben uns. Frag, ja, ich frage schnell. Ja, dann fragen wir schnell. Hallo, Frau Wiesel, grüß Gott. Jo, hallo, Frau Putz, wie geht's Ihnen dann? Ja, mir geht's eh gut. Die Kinder endlich in der Schule, hat man am Vormittag ein bisschen frei. Was ich Sie fragen wollte, dürfte der Niklas heute mit uns auf die Alm zum Essen fahren? Ja, ich weiß ja nicht, ob er will, Niklas. Ja, das wäre voll lustig. Ja, bitte, Mama, bitte. Ja, bitte, Frau. Ja, gut, man, von mir aus ist schon okay, wenn du mitfährst. Wo fahren Sie denn da genau hin? Ja, wissen Sie, eh gleich nur da drüben zu der Butzeralm fahren wir. Der ist eh gleich die Alm vom Dorf, also nicht so weit. Und bis um spätestens 5 sind wir eh wieder da. Ja, nein, ist okay. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag. Dann tschüss, Niklas. Danke, Mama. Tschüss. Und übrigens, Sie können ruhig Henriette zu mir sagen. Gell? Sie müssen nicht Frau Wiesel zu mir sagen. Ich bin die Henriette. Ja, das freut mich. Ich bin die Claudia. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das zweite Abenteuer von unserem neuen Schulfach und ich und auch die Marie, die jetzt leider nicht mit mir im Bild ist, aber die hat nämlich gerade aufs Klo müssen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr unser Video liked und ihr könnt uns auch kostenlos abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lotta!